Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Keine Sorge, ich habe nicht neu angefangen. Wir sind jetzt nicht plötzlich eher Tyn und spielen Tyrion, weil das viel einfacher war früher. Nee. Ja, mit Ivres ist das jetzt so eine Sache auf Ultor. Ich glaube, Tyrion hat es wahnsinnig schwer zur Zeit. Von Alariel wollen wir mal gar nicht reden. Ich bin hier, weil wir vor ein paar Runden mal angefangen haben, hier unsere Beziehung mit denen zu verbessern. Verbessert sich immer noch, aber wir sind fast am Limit. Deshalb dachte ich mir, wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht einen Nichtangriffspakt mit denen eingehen können. Das funktioniert. Dann gehen wir auch noch auf militärischen Zugang. Vielleicht lässt er das zu, vielleicht auch nicht. Lässt er zu. Dabei hat uns ganz eindeutig geholfen, dass er Stärke Rang 11 ist und wir Stärke Rang 5. Das heißt, die KI sieht, wir sind stärker als die. Und wir erlauben militärischen Zugang, also ist die eher geneigt, da mitzumachen. Wunderbar. Jetzt haben wir schon militärische Bündnisse und das steigt auf 48. Und da können wir dann nach und nach weitere Dinge machen. Schutzbündnis, vielleicht ein militärisches Bündnis, das würde mir schon reichen. Eine Konföderation muss nicht unbedingt sein. Aber wir schauen einfach mal. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, klicken wir mal Lothar an, haben wir. Wie stehen die zu denen? Die haben ein militärisches Bündnis mit denen. Und es verbessert sich noch. Enge Freunde. Oh Junge, vielleicht gibt es dort irgendwann eine Konföderation. Dann hätte Ivres Ultorn vereint. Das verbessert sich jetzt auf 15, weil wir Abkommen mit dem Reichland haben und jetzt auch Abkommen mit Erdheim. Das wird dann hoffentlich ein wenig besser. Toleranz eines Herrschers gegenüber, das kommt aus, ich glaube, Heldenfähigkeiten. Da haben wir, glaube ich, bei einem Helden diplomatische Beziehung und Handel. Ich glaube, bei einem Edlen war das. Ist egal. Ich würde sagen, wir unterstützen das noch ein bisschen. Wir kriegen relativ viel Einfluss. Stellen wir uns auch noch gut mit Ivres. Kostet uns auch nicht viel. Und wir kriegen plus 20. Sinn und Zweck der Übung. Wenn Ivres eine Konföderation mit Erdheim macht, dann bringt uns das nichts, dass wir uns mit Erdheim gut stellen. Dann wäre es besser, wenn wir uns mit Ivres gut stellen. Ich will diese Zone haben, unterm Strich. Denn, wenn wir mal nach den Zielvorgaben gucken, kurzer Kampagnensieg. Drei der folgenden Ziele ab, haben wir. Drei Kapitelziele. Wir haben immer noch nicht die Kontrolle über 5 der Provinzen. Westliche Düsterlande wird nicht klappen. Nicht so einfach jedenfalls, weil rotes Klima. Vokalitor sollten wir hinkriegen. Und das pushen wir einfach dann. Grimgorgs Horde vernichten wird noch ein bisschen knifflig, aber wir arbeiten dran und das Imperium hilft. Drei der folgenden Gebäude. Ja, inzwischen sollten wir fast alles haben. Drachenfeste, Azurian würden wir auch noch kriegen, aber wir haben schon mehr als 3. Wir brauchen ja nur 3. Insgesamt 5 Einheiten. Aktuelle Anzahl 25, also da haben wir auch schon reichlich, allein schon die Schwestern von Avalon reichen aus. So, und damit wir das kurze Kapitel abschließen können, müssen wir in Anführungszeichen nur noch Grimgorgs harte Horde vernichten, Kalidor und die westlichen Düsterlande erobern. Und an Kalidor arbeiten wir dran und ja, an Grimgorg arbeiten wir auch. Und ansonsten, wir schließen unter Umständen ein militärisches Bündnis mit dem Imperium, wenn die beschließen, das hier alles zu erobern. Westliche Düsterlande sind 4 Gebiete. Der Steinminenturm dürfte demnächst an die Imperialen fallen. Dementsprechend kriegen wir das vielleicht auch nur über Diplomatie. Aber mit dem Imperium stehen wir eigentlich schon ganz gut, verbessert sich auf 107. Wir haben die gleichen Kriegsgegner. Wir haben Bündnisse, wir haben Handel, wir haben alles, was wir brauchen. Da kommen wir mit denen ganz gut zurecht. Und wir sind inzwischen Stärke Rang 5, das sollte man auch nicht unterschätzen. Ein bisschen was können wir inzwischen. Okay, Imrik kann ein bisschen was.
Beim Rest arbeite ich noch dran. So. Ein Ludenhof möchte was mit uns. Das ist quasi die Allianz des Lichts. Wir sehen, die haben schon mit Kron ein defensives Bündnis, die haben ein militärisches Bündnis mit dem Reichland. Die handeln mit dem Reichland. Wäre blöd, wenn wir uns dagegen stellen. Also machen wir wenigstens mal einen Nichtangriffspakt mit denen. Die haben hier im Norden einige Gebiete. Früher oder später werden die vom Reichland übernommen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. So funktioniert einfach die Konföderationsmechanik vom Imperium. Und sobald die eine gewisse Loyalitätsstufe erreichen, wird das Imperium die schlucken, ohne Kriege oder irgendwas. Aber bis dahin stellen wir uns gut mit denen. Schadet ja auch nicht. Das macht jetzt nur mich zu ärgern. Expedition des Jagdmarschalls hat das mit Erdteilen erreicht, was ich vorhab und auch noch vor mir. Das muss doch nicht sein. So, Leander. Level 23. Das ist unser großer Leander. Der ist ziemlich gut ausgestattet inzwischen. Verbessern wir ihn noch ein bisschen in die Richtung. Wunderbar. Guti, hier hatte ich ein bisschen Bedenken, dass die beiden Armeen Rodir vielleicht erreichen könnten und da er marschiert ist, wäre das, vorsichtig ausgedrückt, nicht so gut. Aber ich glaube, wir standen noch weit genug im Pass, dass die uns eben nicht erreichen können. Und auf die Art haben wir jetzt eine relativ starke Armee hier dabei. Das sollte passen. Balthasar Geld hat Karagdron eingenommen. Das hatte er ursprünglich mal niedergerissen. Warum er es dann wieder aufbaut, weiß ich nicht. Das kostet unheimlich viele Ressourcen in der Armee. Und man muss alles wieder bei Null anfangen. Wenn man es erobert, verliert man eine Stufe und behält dann zum Teil noch Gebäude aus der ganzen Geschichte. Wenn man diese Gebäude nicht will, kann man sie immer noch abreißen, kriegt man eine Menge Gold raus, statt eine Menge Gold und Einheiten, Trefferpunkte zu investieren. Wäre also nicht meine erste Wahl gewesen, das niederzureißen und es danach aufzubauen. Aber ich bin ja auch keine KI. Was wir jetzt machen, ist die Krummzahnfeste kaputt. Das sollte Formsache sein, das müssen wir gar nicht lang breit treten hier. Ich frage mich, warum die Drachen keinen Schaden kriegen, aber die Artillerie. Was reitet die KI mit der Artillerie und der einzelnen Magierin nach vorne zu laufen? Schnall ich nicht. Aber bin ja auch keine KI, wie gesagt. Soweit so gut. Damit hätten wir die Provinz gesichert. Wir kümmern uns ums Wachstum und senken Baukosten. Das ist immer nützlich. Level 12 mit unserem Drachenmagier. An sich schon mal nicht schlecht. Der kostet auf höchster Stufe 17. Der 14. Ich überlege gerade, was wir zuerst machen. Irgendwann wird er hoffentlich so groß sein, der Drachenmagier, dass wir beides haben. Oder wir nehmen jetzt erstmal den Harnisch mit, wobei dafür hätten wir eigentlich noch ein bisschen Zeit. Steigern wir mal seine Kampfkraft. Das passt mir soweit eigentlich alles dann. Ich meine, wir könnten das hier jederzeit machen, aber puh. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier mit. Sinn und Zweck der Übung. Beides macht relativ viel Schaden an Einheiten. Der Unterschied ist, das hier
kann ich nicht wirklich zielen oder steuern. Und damit habe ich in letzter Zeit eher schlechte Erfahrungen gemacht. Das hier kann ich relativ genau zielen. Auch wenn eine Ork-Einheit zum Beispiel im Nahkampf gebunden ist, kann ich damit hauptsächlich die Ork-Einheit treffen und weniger unsere Hochelfen. Das passt mir zurzeit einfach ein bisschen besser. Und wenn Fernkampftruppen einfach hinter der Schlachtlinie stehen, kann man damit auch ganz gut arbeiten. Aber ich denke, was Schaden angeht, wäre die Feuersäule etwas stärker. So, wir nehmen Erdenblut mit. Wie gesagt, ihr Hauptjob ist es, Truppen zu heilen. Und dafür ist Erdenblut einfach der beste Zauber. Quintara, die hier lösen wir auf. Damit haben wir jetzt ungefähr 700 Gold gespart pro Runde. Das ist schon mal ganz okay. So, und eigentlich will ich mit ihr jetzt zum Schwarzfels. Ich will nur nicht hier außenrum, weil da fiese Helden sind. Also geht's erstmal nach Karagazul. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch öffentliche Ordnung, aber wir machen es trotzdem. Und zwar eine Menge. Und ihr habt gesehen, sobald wir hier drin waren, gab es auch ein bisschen mehr Gold. Nee, kalt ist mir eigentlich nicht, im Gegenteil. Zurzeit ist es ein bisschen warm. Ja, timingmäßig hier oben müssten wir ganz knapp die Oberhand haben. Die brauchen noch ein bisschen, ich schätze zwei Runden, bis die hier sind. Wir können nächste Runde unsere Armeen hier in Position bringen. Danach greift er mit hier den Skrikhornberg an und Rodier läuft weiter, soll das Grungni. Und dann sind wir eigentlich vor dem Imperium. Und mit etwas Glück kriegen wir auch Karaz Akarak, noch bevor das Imperium dort ist. Die haben keinen unterirdischen Vormarsch wie die Grünhäute oder Zwerge, das heißt, die können nicht abkürzen. Und das Einzige, was sie machen könnten, wäre von Arkendorf hier rüberlaufen, das angreifen. Aber selbst da, würde ich sagen, brauchen die fast drei Runden, bis die da sind. Die müssten also jetzt gleich loslaufen. Ansonsten, ja, geht das relativ zügig da oben. Das ist zumindest der Plan. Okay, wir haben ungefähr 20.000 Gold. Ist die Frage, was verbessern wir dafür noch? Das ist ziemlich fertig gebaut. Das Einzige, was hier vielleicht noch fehlt, ist der Buckelberg selbst. Es ist halt höllenteuer, das Zeug auszubauen. Und Stufe 5 steht noch an. Warten wir also mal mit dem Wolfsland. Die Dracheninseln sind inzwischen Stufe 5 und das lohnt sich durchaus auszubauen. Hier können wir den Hafen ausbauen. Und das sind nochmal 400 Gold die Runde durch den Seehafen. Und wir haben hier nochmal extra Einkommen aus Häfen 10%. Dreimal, also 30% mehr. Das ist schon mal bedeutender Vorteil, das nehmen wir mit. Und das ist Einkommen, das nehmen wir mit. Dann haben wir noch zwei freie Bauplätze. Da bin ich mir im Moment noch nicht so ganz sicher, was wir damit machen. Wachstum brauchen wir keins mehr. Die sind alle maximal ausgebaut. Und ich habe auch nicht vor, da jetzt wieder Siedlungen zu verlieren. Wir haben auch genug öffentliche Ordnung in dem Bereich. Wobei plus 3 ist ein bisschen weniger, als ich dachte, ehrlich gesagt. Naja, dann ist das mit den Dracheninseln auch soweit fertig. In 5 Runden sind die Gebäude auch ausgebaut. Dann läuft das. Gnoblagebiet ist schon lange fertig. Ich glaube, da können wir nichts mehr bauen. Das läuft. Die Knochenebene. Das sind noch ein paar Runden, bis wir das auf Stufe 5 bringen können. In der Zwischenzeit Einkommen steigern. Viel geht nicht mehr. Wir haben schon fast das ganze Gold wieder rausgeschmissen jetzt. Aber ich denke, hier packen wir noch mal ein paar Elfengärten rein. Wobei wir hier nicht überall die Promenaden haben. Ich
denke, dann lohnt sich's auch nicht so direkt. Stattdessen würde ich sagen, Ascheberge. Wir bauen doch mal die Mauern auf. Man kann nie wissen. Vielleicht flutscht uns doch mal was durch. Da bin ich froh, wenn wir hier die Mauern haben. 10% Einkommen rauf oder runter. Das ist sowieso nicht sehr viel, wenn wir die Promenaden nicht in der ganzen Region gebaut haben. Okay, Geld erfolgreich zum Fenster rausgeschmissen. Was will der denn schon wieder? Nichtangriffspakt. Das können wir inzwischen machen, würde ich sagen. Hauptsächlich deswegen. Und er will auch kein Geld dafür. Er hat sich tatsächlich ausgebreitet. Ich dachte, der steht kurz davor, ausgelöscht zu werden. Wir machen das, weil das ein Bündnis ist mit einem Partner von Eartine. Oh! Rodia wird angegriffen und hier drüben kommt Verstärkung. So. Was machen wir da am geschicktesten? Ich glaube, ich steuere die Großarmee. Ich habe mir überlegt, dass man vielleicht darauf verzichtet, Großarmee zu steuern. Machen wir. Okay. Der Unterschied ist, dass dann immer nur eine Armee auf dem Spielfeld ist. Pro Seite. Das heißt, wir haben 20 Einheiten. Die KI hat 20 Einheiten. Das heißt, das hier ist unsere Kernarmee. Und dann kriegen wir noch 7 Truppen zusätzlich. Und da wird einfach von vorne weggenommen. Und da gibt es 7 Truppen. Das ist gerade die erste Reihe. Das heißt, wir haben dann einen zweiten Kommandanten, einen weiteren Helden und einige Schwestern. Sollten wir dann Truppen verlieren, wird einfach weiter aufgefüllt. Wir verlieren einen Trupp Bogenschützen, dann kommen einen Trupp Schwestern hinterher. Zum Schluss kommt die Artillerie. Wir haben viel mehr Reserven als die KI. Bei der KI sieht es aber ähnlich aus. Die haben hier auch 13 Truppen. Das heißt, die erste Reihe kommt bei denen auch zusätzlich. Das heißt, die kriegen einen Zauberer, die kriegen ja legendäre Schwarzorks, nochmal Schwarzorks, ein paar Moschats, ein paar Bogenschützen und Wildschweinreiter-Moschats. Was bei denen erst später kommt, sind zusätzliche Rachnaroks und die Kriegsmaschine. Und zwar kommen die erst, wenn wir hier andere Truppen ausgeschalten haben. Nehmen wir an, wir konzentrieren unser Feuer auf die Trolle. Wir schalten die als erstes aus. Dann kommen als erstes hier ein paar Goblin-Wolfs-Streitwägen. Dann schalten wir vielleicht Arachnaroks aus. Dann kommen mal weitere Arachnaroks. Aber die sind dann nicht vor uns an der Schlachtlinie, die kommen irgendwo weiter hinten. Außerdem können wir uns mal das Gebiet anschauen. Das ist ziemlich hügelig. Also wir können nicht zu weit nach hinten aufstellen, sonst haben wir keine Sichtlinie. Ich denke, wir können hier irgendwo aufstellen und alles beschießen, was hier durchläuft oder durch den Wald. Oder wir stellen hier oben im Wald auf oder vor dem Wald und können hier richtig schön runterschießen. Das sieht aus wie ein Hügel. Das wäre vielleicht auch eine Option. Aber flüchten ist nicht. Das heißt, einmal könnten wir flüchten. Die Frage ist nur, ob sich das lohnt. Na, wir kämpfen gegen die. Wird bestimmt klappen. Los geht's. Sehr schön, da sind wir in der Schlacht. Wie gesagt, wir steuern nur eine kleine Armee. Auch ein Grund dafür ist, die KI ist einfach viel besser im Multitasken. Die hat überhaupt kein Problem damit, 40 Truppen gleichzeitig zu befehligen. Ich steige dann irgendwann aus. Und das ist ein relativ enges Gelände. Viele Truppen schaffen wir da sowieso nicht sinnvoll aufzustellen. Dementsprechend passt das erstmal so. Okay, ich hatte ehrlich gesagt mit den Truppen eher hier im Zentrum gerechnet bei den Grünhäuten.
Und wäre ich eine Grünhaut, ich wäre, denke ich, durch den Wald vorgerückt mit den Nahkämpfern. So stehen die auf der Flanke. Wundert mich ein bisschen. Sie stehen hinterm Wald, um sich vor den Elfenbogenschützen zu schützen. So viel Reichweite haben wir eh nicht. Aber da jetzt die Verstärkungstruppen auch noch alle auf dem Weg hier rüber sind, haben wir eine Menge Zeit, uns anzupassen an die neue Situation. Das heißt, die Kriegsmaschinen sind die langsamsten, die sind schon auf dem Weg auf den Hügel hier drüben, um einfach hier rüber schießen zu können. Und die Hauptarmee passt sich auch an, ein bisschen weiter weg von dem Wald. Wenn die mit schnellen Truppen über die Flanke kommen, bietet der Wald einfach zu viel Deckung und die haben die offenen Flanken der Bogenschützen, das wollte ich vermeiden. So haben wir ein bisschen mehr Luft. Außerdem kommen unsere Verstärkungen ja auch. Und da haben wir Leander auf einem Pferd. Der ist wahnsinnig schnell bei unseren Truppen. Und Leander ist wirklich zuverlässig und hält viel aus. Der wird sich um die rechte Flanke kümmern. Außerdem haben wir da auch noch unsere Feuermagierin auf der rechten Flanke. Und die Kombination aus Bogenschützen, Leander und Feuermagierin sollte die rechte Flanke ganz schön gut grillen können. So, die Speerschleudern haben ungefähr Reichweite bis hierher. Das heißt, die Orks sind noch weit außer Reichweite. Und im Moment wundert es mich ein bisschen, weil die Orks sind Angreifer. Eigentlich sollte die KI zu uns rennen. Aber sie wartet scheinbar ab, damit die ganzen Verstärkungen hier wirklich Teil der Armee sind. Dass sie so wenig wie möglich hier auf uns zutröpfeln. Die Schwestern von Avalon bieten hier so eine Art zweite Schlachtlinie. Ganz so weit hinten bleiben sie natürlich nicht. Sie gehen ungefähr bis hier nach vorne. Aber Sinn und Zweck der Sache ist, ich rechne mit ein paar Arachnohok-Spinnen und ähnliches, die hier durch den Wald kommen, über die linke Flanke. Oder wenn es Kavallerie ist, ist egal. Das hier ist quasi die Beute, das Ziel für die KI. Hier in die Flanke zu fallen und die Schwestern sollen das blockieren. Und der Fürst ist da, um hier die ganze Flanke quasi nahkampfmäßig zu schützen. Wenn ich sehe, die KI läuft einen weiten Bogen, dann ziehe ich ihn hier zurück. Kürzere Laufwege für ihn als für die KI. Und dann kann man die Schwestern zum Beispiel noch in einen anderen Winkel stellen. Je nachdem, wie die KI arbeitet. Im Moment arbeitet sie gar nicht. Sie hat sich hier ein bisschen aufgestellt, benutzt den Wald als Deckung und ähnliches. Deshalb fährt Michaela gerade mal nach vorne mit ihrem Streitauto und ja, sucht sich ein bisschen Streit. Hupe hat das Ding auch, ist also Vollausstattung. Und wie wir sehen, leuchtet es hinten schon, da kommt eine Feuersäule raus. Der erste Trupp Schwarzochs wird richtig gut gegrillt. Aber statt dass die Feuersäule nach vorne läuft hier, guffelt sie hier hinten über die Steppe. Da macht sie halt echt nicht viel. Dem Schwarzorktrupp hat sie eingeheizt. Aber stellt euch vor, das wäre mit dem Schwarzorktrupp hier mit reingegangen. Da hätte sie alleine schon die halbe Armee gekillt. So war es mal wieder eine Niete. So, unsere Speerschleudern machen schon auf gegen die Arachnohok-Spinnen. Und da bin ich mir noch ein bisschen uneins. Ich schieße jetzt auch noch auf die anderen Arachnorok und auf die Arachnorok. Und hier kommen dann Moscha Wildschweinreiter. Die sind eigentlich noch eine größere Gefahr. Die sind schneller, die sind weiter vorne. Und dementsprechend geht es dann jetzt auch gegen die eigentlich. Aber man trifft halt nicht so genau, wie man das gerne möchte. Also vom Nachtgoblin-Bogenschützen ist immer verdient, einen Speer ins Gesicht zu kriegen. Und das hat schon mal gut geklappt. Dann war relativ wenig Eingreifen nötig. Jetzt konzentrieren sich die Bogenschützen auf die Fernkämpfer. Die sind erledigt, die haben keine Lust mehr. Und Leander hält die Flanke auf jeden Fall ganz gut bisher. Erster Rachenrock hier, zweiter Rachenrock auf der Flanke. Wie gesagt, alles was hier durch den Wald bricht, soll vom Fürsten ein bisschen gestoppt werden und von den Schwestern beschossen werden. Und wie schnell das geht, habt ihr hier gesehen mit der Rachenrock. Jetzt kommen hier die Flusstrolle. Auch die kriegen eine ganze Menge Feuer von den Schwestern ab. Die haben genug. Der Fürst gegen legendäre Schwarzorks.
Leider kommen hier die Kurbelstreitwägen durch. Und wir haben hier nur einen Trupp Schwestern, der drauf schießt. Die machen guten Schaden. Aber hätte ich hier ein bisschen schneller reagiert und hätte, sagen wir, zwei oder drei Trupps drauf geschickt, kämen die gar nicht bis in den Nahkampf. So sind die legendären Schwarzorks schon geschlagen. Der Fürst sollte sich demnächst zurückziehen und die verfolgen. Hier binden wir das. Und Lernde hat hier auch zwei Schwarzorks-Trupps auf sich hängen. Also so ganz harmlos ist das auf der Flanke auch nicht. Wildschwein-Streitwagen. Da habe ich drei Trupps Bogenschützen abgestellt. Die haben es gerade noch geschafft, den Trupp abzufangen, bevor es der Artillerie wirklich an den Kragen ging. Und die sollten auch gleich ausgelöscht werden. Das passt so. Wir müssen nicht alle killen, aber ich glaube, da stoppen die auch nicht mehr. Die sind erledigt. Jetzt können sich die Bogenschützen hier wieder darum kümmern, Leander ein bisschen zu unterstützen. Die Arachnorok machten mir nämlich tatsächlich ein bisschen Kopfzerbrechen mit Leander. So wie wir Trupps ausschalten, kommen natürlich hinten Verstärkungstruppen. Aber das ist der Vorteil, wenn man die kleine Armee steuert. Die sind sehr weit weg und wir kümmern uns erstmal um den Teil, der noch hier ist. Die haben verdammt weite Laufwege, bis die da sind. Nachteil, wir verbrauchen die Munition relativ schnell. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Armee bricht. Dass möglichst viele einfach wegrennen und die hinten auch gar nicht mehr die Moral haben, um bis in den Nahkampf zu kommen. Das wäre optimal. Michaela schafft es leider nicht, die Arachnorok zu treffen. Ich glaube, sie hatte ein bisschen Angst, Leander zu treffen, aber das sollte alles hinhauen. Wir haben bisher noch keine Verluste, bei uns kommen noch keine Verstärkung. Bei den Orks bin ich froh, wenn viel wegrennt, dann kommen die Verstärkungen langsamer. Da sammelt sich der ganze Kram auch wieder, das ist auch kein Problem. Leander ist auf der rechten Flanke fertig. Egal, was sich hier sammelt und umdreht, die Bogenschützen sollten damit klarkommen. Michaela hilft. Ja, wir haben inzwischen wenig Munition auf der Flanke, aber es sind auch wenig Gegner da. Leander sollte hier helfen, weil unsere Fürsten tatsächlich mehr Schaden kriegen als Leander. Leander hat eigentlich einen Heiltrank, so wie auch dieser Fürst. Das sollte also einigermaßen hinhauen. Und da kommen dann schon die Arachnorok-Spinnen aus der Verstärkung. Die Kriegsmaschinen, das Kamikaze-Katapult, bis das in Reichweite ist, ist die Schlacht lange vorbei. Und das müssen wir uns keine Sorgen machen. Munition haben wir nicht mehr viel, aber das passt. Ihr seht, die Moral aller Orks bricht und die Armee flüchtet. Wir haben es gepackt. Mehr Munition wäre aber nicht schlecht. Knapper Sieg. Aber ein Sieg, trotz allem. Wupp, wupp, relativ viel Beute erhalten, das ist gut. Die Verluste in der großen Armee halten sich in Grenzen. Auch deswegen habe ich darauf verzichtet, alle Truppen aufs Spielfeld zu bringen. Ich möchte mit dieser Armee nachher noch mit Hauptstadt belagern oder einnehmen. Und da kann ich es mir nicht erlauben, dass hier alle Truppen stark angeschlagen sind. Klar hätte ich hier ganz gerne ein paar Truppen gehabt. Die Löwen wären vielleicht nicht schlecht gewesen, um die Flanken zu schützen. Ein bisschen mehr Artillerie wäre nicht schlecht gewesen, um die Orks weiter zu schwächen. Aber das passt im Großen und Ganzen. Rodiers Armee sollte relativ schnell wieder aufgebaut sein. Was sich hier als unschätzbar erwiesen hat, war natürlich Leander. Der ist wahnsinnig stabil für einen Helden. Der sitzt auf einem Pferd, der war sehr schnell da, konnte die rechte Flanke schützen. Und die Magierin Michaela, 79 Kills. Sieht auf den ersten Blick mal nicht viel aus, aber das ist die höchste Zahl Kills in beiden Armeen. Also sie hat richtig Arbeit gemacht. Wir füllen Truppen auf. Das gilt allerdings auch nur für die obere Armee, für die erste Armee, nicht für die Verstärkungstruppen. Klar sind 1400 Gold schön, aber die untere Armee hat fast keinen Schaden gekriegt. Das bisschen, was die Charaktermodelle haben, ist sofort wieder aufgefüllt. Die paar Schwestern füllen wir auch innerhalb von einer Runde auf. Das hier möchte ich eigentlich relativ schnell auffüllen.
Und dann kann Rodi da auch wieder mitarbeiten. Alles in allem lief die Schlacht ziemlich gut. Wunderwelchen. Klinge aus flinkem Stahl. Nahkampfangriff plus 10. Nicht schlecht. Außerdem physische Resistenz 10% für Rodir, weil er Wursak besiegt hat. Supi supi. Karadr ist schon wieder verwundet. Dafür haben wir jetzt präzise Befiederung. Was das für unsere Fernkampfarmeen bedeutet, muss ich euch nicht groß erklären. Das hatten wir schon. Ey, die Hügelgrab-Legion sind ausgelöscht. Das bringt mich zu etwas, wo ich nachschauen wollte. Aber wichtiger, ich habe was gesehen, die Großherden kommen. Das ist okay. Wären die jetzt irgendwo hier hinten gespawnt, hätten wir eine Armee schicken müssen. Ich habe nicht große Lust drauf, dass Tiermenschen wieder unsere Kerngebiete verwüsten. Da hätte ich mich drum kümmern müssen. Solange die nur hier vorne sind, darum können wir uns mit Imrik kümmern. Das ist unproblematisch. Das passt. Ansonsten eiserne Meiden. Und nächstes Level dann Fesseln. Das wird richtig toll. Aber was erzähle ich? Ich meine, Morella hat eben eine sehr fesselnde Persönlichkeit. Das passt. Wir ziehen nach Norden. Ich gehe gern nach Norden. Norden ist eine sehr, sehr schöne Himmelsrichtung. Ah, sagt der Vernichter mit einer ziemlich krassen Armee. Bei Karak Azgal. Ja. Das sollten wir mit Imrik eigentlich hinkriegen. Order shall prevail. Prince of Elfwan. Mikaela. 50. Wie zum Teufel? Rang 40 ist doch das Maximum. War die nicht letzte Episode noch 39? Ich schwöre, ich habe keine Mod um mehr Level auf Charaktermodell. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich skillen sollte mit ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 plus das erste Level, wo man keinen Skillpunkt hat. 40. Sie hat also nur Level 40, nicht Level 50, wie es da steht. Oder ich habe einen Knick in der Optik. Was zur Gehörnten geht hier ab? Ja, dann, kann ich erstmal nicht viel machen. Wir geben den letzten Punkt für den Elfenross aus. Weder ein Punkt verwunden, noch ein Punkt Armee blockieren würde ihr irgendwas bringen. Da würde sie aus der Armee rausgehen, das ist einfach nicht wirklich prall. Hier haben wir die Möglichkeit, ihren Elfenross zu geben. Da geht sie auf Geschwindigkeit 90, der Streitwagen ist Geschwindigkeit 78. Wenn wir also darauf Wert legen, dass sie etwas schneller unterwegs ist, können wir ja jetzt alternativ auch ein Ross mitgeben. Aber insgesamt ist sie mit dem Streitwagen einfach besser geschützt. Da komme ich echt nicht drüber weg. Nee, das kriege ich irgendwie nicht so ganz gebrochen hier. Okay. Eremitier. Rang 4. Ich würde sagen, wir gehen weiter in Richtung vorsichtig. Unterhaltskosten senken, Blitzschlag, das übliche gute Zeug. Your will is done. Das passt. Dann kriegen wir mit Eremitier die Armee von Wursak kaputt. Warum zum Teufel verlieren wir dann die Kriegslöwen?
Onward. Das ist wieder so eine Schlacht, die man besser selber spielt. Defender of the Everqueen. Und ich dachte, er wäre vorsichtig, aber nö. Kopf über rein. Lass mich raten, du hast den Heiltrank gar nicht benutzt, den er hat. Oh Junge. Oh Junge. Na gut, hier haben wir mit Uluk eine relativ angeschlagene kleine Armee. Das Quickhornberg hat eine stärkere Garnison, als ich erwartet hatte. Protector of Althwan. Wie sieht's aus? Yuri-Bern! Plus auf Führerschaft, das geben wir mal ihr mit. Aber nein, die Belagerung brechen wir ab, das macht so keinen Sinn. A noble victory. Marching out on a call. Futile. So. Sollten die Orks jetzt hier rauskommen, können wir unterstützen. Das läuft. Ansonsten, wir wissen, wir waren selbst in der Position. Von hier aus kann man das noch nicht erreichen. Das passt also. Die kommen maximal bis hierhin. Das heißt, die sind uns jetzt immer hinter uns. Und solange wir einigermaßen zügig sind beim Erobern, sind wir vor denen bei Karaz Akarak. Der hatte sich schon bewegt, das passt. Neue Forschung. Da hatten wir gesagt, nehmen wir noch vielleicht die Teamerrüstung mit und Kolonisten zurückrufen. Das sollte also hinhauen. Quintara ist auf dem Weg. Bleibt nur noch die Geschichte mit Karak Azkal. Aber unterm Strich würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Episode, sonst wird die hier einfach zu lang, wenn ich jetzt noch eine Belagerung dazu spiele. Ja, wir sind in Reichweite und auch mit Azag und Mauern und 17 Garnisonstruppen sollte Imrik das locker packen. Wir wissen, wie unheimlich stark die Drachen bei Belagerungen sind. Das habe ich inzwischen schon ein paar Mal demonstriert. Ich glaube, da werden wir überhaupt keine Probleme haben. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut, haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.